Wie gesagt, ich werde dieses hier nicht vorlesen. Ich werde niemals was vorlesen in Game, weil es bringt einfach nichts außer Langeweile, wenn ihr so sehr auf Lesen steht, ihr könnt es gerne lesen, aber der Text verschwindet eh so schnell, dass es keinen Sinn macht. Meiner Meinung nach. Deswegen lass es auch einfach. So, jetzt kommt der Battle. Der Boss Battle, der erste. Komm her, auf die Fresse. Jetzt gibt's mit. Jetzt gebe ich euch die Schild-Move, ja? Schild-Move. Hier, in your face. Geh mal aus dem Weg! Junge! Hast du keine Ahnung? Ich hab das erste Mal AP verloren. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lass mich das Schwert nehmen! Sonst macht das dein scheiß Schild wieder an. Ja, ja, hau mich, das scheiß. Los, geh kaputt! Yes! Der erste Vorboss besiegt. Easy going. Und jetzt nochmal. Boom! Aua, das tat weh, du Arschloch! Nie wieder, ich kleine Dinger! Wagt es nicht, das Artefakt anzufassen! Arg, ich komme wieder! Das sag ich meiner Mama! Weichei. So ein verkackter Scheißweichei. Hallo Artefakt, wie geht's dir? Hallo Rico, mir geht's gut! Wir drehen uns heute Beyblade-mäßig. Ich finde das geil. Also mir gefällt es, weil man sich irgendwie so drehen kann, weil das ist was Neues. Muss ich auch sagen, weil es gibt viele RPGs, die eine Art und Weise haben, runterklicken, Skills spammen und töten. Und Meister Ui benutzen. Das ist typisches RPG-Feeling. Aber das hier, das. Ich weiß nicht, das hat was. Wie kann ich das beschreiben? Es hat was Zelda Gameboy-likes, aber nicht so ganz. Irgendwie so eine Mischung aus irgendwas. Man kann auf jeden Fall die Maus so schön bewegen und muss auch zielen und das ist was Besonderes, was Neues und das finde ich geil, das macht Spaß. Also das Spiel bringt richtig Fun. Wenn ihr es spielen wollt aus Steam oder wie gesagt von der Seite, kann man es sich jederzeit runterladen. Und ich werde es definitiv auch nochmal von der Seite probieren. Oder ich habe es vielleicht in einem Ordner, das werden wir dann sehen. So, wir gehen in die nächste Mission. Wir wollen ja, wie gesagt, Akito-chan einholen, damit er zustoßen. Wir wollen ja erotisch schwulen Sex wieder haben. Ah. So, wir gehen mal hier auf das hier und zeige euch, was das kann. Wenn man das hier anklickt, kriegt man sein ganzes Inventar und die Schmiede öffnet sich. Damit können wir dann unsere Sachen zum Beispiel aufmotzen oder aufrüsten oder keine Ahnung. Auf jeden Fall kann man hier bei der Schmiede aufleveln. Hier, wenn man das macht, ist die erste Stufe, das kostet dann immer ein Kristall. Das zweite kostet zwei Kristalle, bringt aber auch vielleicht Level 3 und Wärmebonus. Und wenn ihr dann auf das dritte geht, habt ihr eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es die Schmiede erfolgreich wird. Deswegen gebe ich euch einen Tipp, macht niemals das 3, macht am besten immer mal 2. Mal 2 bringt genauso viel wie mal 3. Mal 3 ist eine reine Verschwendung. Weil bei mal 2 habt ihr auch die Chance, ein größeres Level zu erreichen und Wärmestärke zu bekommen. Deswegen nutzt nicht mal 1, nutzt nicht mal 3, geht auf mal 2, da seid ihr auf der sicheren Seite, habt auch eine gute Bilanz und da passt es auch. So, erstmal wieder alles aufmotzen wir mal, bevor wir überhaupt was starten. So, jetzt gehen wir nochmal ins Inventar. Ich hätte nämlich eigentlich doch gern den hier, aber ich habe jetzt das Schwert aufgemotzt und behalte ich's. Das hier ziehe ich an. Das hier rüste ich aus, damit ich wieder besser ausschaue, weil das sieht echt kacke grässlich aus mit diesem Zyklopen-Scheißkopf-Ding da anhat. Oder das hier. Schau dir die schwulen Dinger an. Das wird keiner sehen, Alter. Gibt nur auf die Fresse. So, ey, wir nehmen uns wieder so eine AP-Box. Ach ja, diese hier, das sind so AP-Boxen, die kann man nicht einsetzen. Das sind Passiv-Dinger. Wenn man die einsammelt in-game, kann man sie auffinden. Dann gibt es da manchmal zwei. Es gibt 1 bis 10, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber es gibt 1 bis 10. Das bringt euch dann ein halb P-Balken mehr. Das heißt, ihr haltet mehr aus, kann man sehen. Gesehen. Wenn ihr also sowas findet, hebt es auf jeden Fall auf. Es bringt jede Menge. Könnt ihr mir glauben. Weil ich war mal bei Arcade drin, habe auch Arcade gespielt mit
Leuten und ich war dann ab Level 18 fast One-Hit trotz 10er Paket. Es ist schon ziemlich krass, was manche Monster dann ab High Level Damage machen. Also es ist nicht einfach. So braucht man sich nicht vorstellen, dass es einfach so schnell gespielt ist. Einfach ist zu killen. Es wird auf jeden Fall schwerer. Die Monster werden stärker und es ist auch eine Herausforderung. So ist es nicht. Also man braucht sich nicht so vorstellen, als wäre es jetzt Pipifax. So ist es nicht. Es wird auf jeden Fall krank schwer und man kann auch jede Menge viele Erfolge machen. Es gibt hier auch einen PvP-Mode, das ist ja selbstverständlich, das gibt es in jedem RPG. Es wäre kein RPG, wenn es kein PvP-Mode geben würde. Ich zerstöre jetzt mal die Nahkampfviecher aus dem Grund, weil mein Schießtyp eh schon das Kill sieht würde, seht ihr? Der konzentriert sich nämlich meist auf die Fernkämpfer. So, jetzt hier. Na komm, geht doch. Und die FPS-Lags sind wirklich scheiße. Ich werde mir wirklich danach schauen, ob ich das nicht irgendwie ohne Steam spielen kann, weil ich bin hundertprozentig sicher, dass am Steam liegt, weil ich habe nie FPS-Lags, außer ich spiele was mit Steam. Und das ist schon ein wenig nervig. Da ist er wieder. Unser kleiner grüner, brauner, keine Ahnung was das ist. Ich nenne ihn mal Kackenwitz oder so. Kackenwitz passt zu ihm. Kackenwitz. Er sieht aus, als hätten wir keine Wahl, Warthog. Dieses Ding ist es nicht wert, dafür zu sterben. Idiot. Perfekt, ich behalte das Artefakt und werde dich trotzdem anstecken. Ich bin so verrückt, Leute. Ja, eigentlich bin ich nicht verrückt, das war ja der Doktor Kackenschmitz. Kackenritz, Kackenschmitz. Jetzt kommt wieder die heftigsten FPS-Lags, nämlich bei dem Flammending. Da habe ich die meisten FPS-Lags. So, einmal durchgejumpt. Bei dieser Flammenstelle habe ich irgendwie die größten FPS-Lags. Da habe ich gerade mal 12, 15 Frames pro Sekunde. Also nicht wundern, ich werde da definitiv mal schauen, ob ich es ohne Steam spielen kann, weil wenn ich es mit Steam spielen würde, würde es wahrscheinlich sowas von krank laggen immer. Und ich habe darauf keinen Bock. Mit Lag spielen macht keinen Spaß. Ich denke mal, das weiß jeder. Jeder, der es kennt, weiß es. Aber ich werde die Runde jetzt trotzdem spielen. Ach ja, ich habe jetzt nicht immer Lags in die Spiele. Ich habe eigentlich nur Lags, wenn ich aufnehme, weil wenn Frap startet, bringt es einfach auch Lags. Und da ich jetzt mit Full Quali spiele, nicht mehr mit Half Quali, damit alles auch besser ausschaut, Lags umso mehr, weil wenn man Full Quali macht bei Fraps, ist es auch extrem laggiger, weil ja mehr Speicher, mehr RAM beansprucht quasi. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Da müsstet ihr euch mit PCs auskennen, dann will ich es euch schon erklären. Aber so würde das, denke ich, für euch keinen Sinn machen. Deswegen lasse ich es auch. Oh mein Gott, Robots! Oh mein Gott, Robot! Auf die Fresse! Was? Der hat nichts gedroppt? Arschloch. Robot. I'm the Robot, I'm the Beyblade Robot. Und das ist der Schlüssel. Ich glaube, ich mach's so wie der andere Depp vorhin. Der hat sich... Weil hier gehen ja die beiden Flammen aus. Der hat sich eigentlich die Schlüssel... Oder nee, ich mach das nicht, weil der hinten Cash ist. Und ich stehe auf Cash. Weil der... Also im Together ist er durch die Flammen gerannt, hat sich den Schlüssel genommen und ist hinterher zum Tor gerannt. Besser hat er gesagt, er hat sich Verwirrung geschöpft. So, wir schmeißen nochmal die Rakete weg. Wir brauchen ja den Schlüssel. Die Rakete ist eigentlich nur sinnvoll mit Multiplayer, quasi. Ich empfehle es auch nicht alleine zu spielen. Allein ist das Spiel echt schwer, weil es wird ab manchen Sachen... Also schon Mission richtig schwer. Also es ist nicht so Pipifax, wie gesagt. Ich empfehle das schon. Sucht euch einen Freund, mindestens zwei Spieler. Dann macht es erstens mehr Spaß. Zweitens ist es ein bisschen leichter, weil ihr nicht auf alles konzentriert seid. Und drittens, ja,
Es macht mehr Spaß! Gibt kein drittens. Ende. So, mehr Spaß ist der beste Grund, der mir einfällt. So, schnauzevoll. Boom! Jetzt wirst du sterben, Dr. Kackenrotz. Oh. Give me fire! Okay. Gebe aus der Sonne. Kackenroboter. Was eine Biegung, ey. Habt ihr das Feuer gesehen? Das hat gerade voll die Biegung genommen. Dr. Rotzen, Kacken, Furzel, Pitzel. Los, wir sterben. Ach ja, das hier ist kein Mitspieler, das ist ein NPC. Und die Waffen, die er trägt und das Schild, kann man hier auch bekommen. Also, wenn ihr auf die Waffe steht, was euer Partner hat, die könnt ihr genauso bekommen. Und ich merke, wenn man mit Nahkampf an die geht, dann haut sie ihn mal um und das ist eigentlich nicht so geil für mich. Da baller ich lieber drauf, da haut sie nicht um. Wow. Gib cool, Junge, gib cool. Bist eh gleich tot. Gib cool. Ich habe keinen Bock zu brennen. Bastard. Stirb! Sterb jetzt endlich! Kackenschmitz, du Blöder. Ey, jetzt komm her. Auf die Fresse. Junge! Ja, geht doch, endlich. Da ist seltsam orange keine Kackenschmitz-Kleidung, die er getragen hat. Ich weiß zwar immer noch nicht, was es bringt, die Kleidung anzuschauen, aber naja. Wir nehmen das Artefakt und gehen zum Ausgang. Und dann bin ich so weit wie Akito-chan. Dann werden wir auch, da werde ich dann einen Cut machen und dann gehe ich dann weiter mit Akito, weil ich habe eigentlich schon Lust alleine das zu let's playen. So ist es nicht, ich werde es auch alleine let's playen, da werdet ihr mir häufig mich auch alleine nur haben. Also ich werde da definitiv nur alleine mal auftauchen, aber meine Art und Weise ist es nicht, alleine zu spielen. Ich will mit anderen Leuten immer spielen, am liebsten. Das heißt, ich bin nicht ein Let's Player, der einfach alles alleine let's playt und spielt, weil das macht jeder. Das macht einfach jeder, hat jeder. Ich habe was Besonderes, ich spiele immer mit wem. Fast immer. Wirklich fast immer. Scheißegal was es ist. Sei es Horror-Game, sei es irgendwas anderes, wo man nicht mitspielen kann, Einzelspiel. Game, ich spiel's nicht allein, ich lasse jemanden zuschauen und mitlabern, also bei mir ist immer jemand dabei. Ich versuch's zumindest, weil ich find's witziger mit anderen Leuten. Alleine aufnehmen macht jeder. Das ist langweilig, das ist nichts Neues. Und bei den anderen, weiß nicht. Da habe ich meine eigene Art und Weise. So bin ich nicht wie jeder. Bin ich was Besonderes. Heidi, kannst du mir was trinken geben? Wärst du so sozial? So sozial wie eine Schwester sein kann, kannst du sein, oder? Dann nimm sozialmäßiger Kopfschmerztabletten, weil die kann auch so sozial sein und dir die Kopfschmerzen nehmen, die Kopfwehtablette. Du soziale Schwester, du. Danke, du soziale Schwester, dass du mir den Tee bringst. Ich trinke jetzt mal was. Und ja, ich scheiß drauf, ob ihr mich essen hört, trinken hört. Oder sabbern oder irgendwas anderes, weil... Wieso sollte mich stören, dass ihr das hört? Das ist doch meine Sache. Und außerdem... Wenn's irgendjemand ekelt oder der was dagegen hat... Schaltet aus! Schaut euch das Video nicht an! Warum schaut ihr da doch? Tschüss! Ganz einfach. Ohne Witz. Hobbylose Kinder seid ihr alle, die zuschauen. Ich beleidige meine Abonnenten! ich bin schon so ein Arschloch, ja. Ihr könnt mich gerne als Arschloch bezeichnen. Ich bin manchmal schon so ein richtiger Penner. Gebe ich auch zu. Ich bin manchmal schon so ein richtiger Spasti. Ich beleidige schon immer irgendwen. Aus Gründen, die ich nicht verstehe. Ich find's witzig. Ich find's wirklich witzig. Ich beleidige auch immer Akito-chan, das kennt ihr ja eh. Jetzt haben wir erstens
Lol. Das war der Boss. Deswegen habe ich gerade so dumm Lol gemacht. So, jetzt sind wir in der Hauptstadt und da treffen wir dann auf Akito-chan. Und bis dahin sage ich erstmal, ja, bis zum nächsten Mal. Ich werde wahrscheinlich dann eh noch aufnehmen, aber das kriegt ihr dann nicht mit, weil das wahrscheinlich dann schon eine ganz andere Folge ist. Also werde ich hier einfach mal eine Cut machen und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Spiel gefällt, Spirit Knights, spielt es, schaut es euch an. Wenn ihr mit mir spielen wollt, meinen Namen habt ihr, Warsong. Ihr könnt mich gerne adden, mit mir zusammenspielen. Ich versuche dann, wenn ich Let's Playe, Antworten zu geben auf die Nachrichten, die ihr dann schreibt. Sofern ich sie bekomme. Und ja. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Da ist Akito-chan dabei. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und ja, nochmal bis zum nächsten Mal. Tschüss.